Okay. Dann geh mal wieder vorbei. An den Pokémon-Fetischisten vorbei. Dem verirrten Wanderer. An unserem ersten Trainer, den wir besiegt haben. Am toten Celebi. Celebi. Hust, hust. Verdammt! Ein wildes Safkan erscheint. Ich kann es eh nicht fangen, also. Flucht. Grünes Taubsi. So, du bist Zinnibi. Mörder kommt immer zum Tatort zurück. Man weiß es. Sie haben wir besiegt. Ziemlich weiter Weg. Zurück zu dir. Du hast den Flimmi ein wenig getunt, ich weiß. Streber schickt Flammy in den Kampf. Der Blubber müsste gegen Flammy sehr effektiv sein. Tja, ein paar Erfahrungspunkte für Shiggy. Ein neues Level für Shiggy. Wasser ist unfair. Tja, hab halt einen Shiggy. So, hier geht's weiter. Du lässt mich durch. Komm ich auch ein wenig Whisky? Hab leider keinen mehr. Sorry. Ich hasse meinen perversen Kollegen. Sehr schön. Route 1. Immer noch auf Route 1. Achte auf verstandene Items. Ja, auch in Prähistorie gab es als Tränke. Es wiederholt sich irgendwie. Déjà-vu. Ein wildes Taubsi erscheint. Mike findet Trank. Okay, der nächste Trainer. Ha, ich habe mich in der Ecke versteckt und du hast mich nicht gesehen. Wir Camper haben es einfach drauf. Jetzt bist du fällig. Miese Camper. Camper schickt Radfratz in den Kampf. Das wird dir nicht viel helfen. Gegen meinen Blubber und meinen Tackle kommst du nicht an. Und gegen meine Heil-Items. Blubber und besiegt den Radfratz. Hat wahrscheinlich noch mehr Pokémon. Noch ein Radfratz. Oh nein. Item, Trank. Zum Glück haben wir davon noch genügend. Oh no. Das wird knapp. Okay, und wieso? Wie viele Pokémon hat der denn zum Gänger? Das wäre ja völlig umsonst. Will ich den ganzen Weg nochmal machen? So, besiegt. Es ist kein Ego-Shooter, sondern Pokémon. Außerdem sind die Camper bei beidem unbeliebt.
ganz genau. Sie sagt es. Ein Pokéball. Hurra. Können wir es nochmal versuchen, ein Pokémon zu fangen. Ein wildes Taubsi. Könnten wir mal versuchen mit Level 11. Was habe ich jetzt gemacht? Trank eingesetzt. Na komm, rein in den Ball. Verdammt! Bis Radfratz erscheint. Hier geht's weiter. Der nächste Trainer. Ich habe mein neues Pokémon im Mediamarkt gekauft. Ich bin doch nicht blöd. Aha. Werbung hier. Streber schickt Wii so in den Kampf. Sehr schön. Wii so. Fantastisch. Es wirft mit Nidisk. Update. Ein Wii-Update. Wie alt ist das Spiel? Glaubt man ja kaum, dass es Wii-Updates gibt. Ey Mann, es muss doch durch Wasser zerstörbar sein. Da kann man noch was drauf schütten. Dann geht sie kaputt. Ach, diese verdammte Heiler immer. Ey! Ey! Unfair. Daneben. Ich habe, glaube ich, keine Tränke mehr. Das könnte kritisch werden. So, dieser besiegt endlich. Stimmt, du bist nicht blöd, sondern dumm. Weil es das Viech bei eBay günstiger gibt. Das stimmt allerdings. Inzwischen kriegst du es gratis. Route 1. Fate Shield City. Hey Maike, schön dich zu sehen. Ich habe gehört, dass Team Shocket hier seine Basis hat. Vielleicht findest du hier die Pokémon und das E von Professor Eich. Darf ich dir helfen? Nö. Wie willst du ohne Pokémon anstellen? Wie bist du überhaupt ohne Pokémon hierher gekommen? Der Junge in Knoblauchheim hat mich durchgelassen, weil ich das beste Pokémon aller Zeiten habe. Ich zeig's dir. Und nein. Jetzt kämpft er gegen uns. Was? Was? Das bin ja ich. Zwergi! Nein, ich denn. Ich will nicht gegen mich kämpfen. Verdammt. Nummer. Zwergi wirft einen Stein. Ich habe kein Heil-Item mehr. Ich will nicht gegen mich selbst verlieren. Sie wirft einen Stein. Okay. Zwergi wurde besiegt. Was ist gerade passiert? Vielleicht ist Zwergi doch nicht stark genug. Ey. Um Team Shockets eine Lektion zu verpassen. Ey. Sehr wohl. Bin ich sehr wohl. Fischer City. Okay, ich werde mal kurz. Wer bist du? Meine Familie ist extra hierher gezogen, um Arbeit bei Team Shocket zu finden. Warum so fleißig? Früh arbeiten macht nur früh müde. Hat sie irgendwie recht. Meeresforschungslabor. So, wo ist denn hier das Pokémon Center? Müsste mal mein Team aufladen.
Pokémon Center hier. Hallo. Das ist ein Pokémon heilen. Heilen. Hier, dein Pokémon sind wir topfit. Das ist eine Karte, die wir uns hier angucken können. Pokémon Box. Nö. Hey, magst du Entons? Die Gehilfe des Meeres. Forschungslabor liebt sie über alles. Achso. Ich habe ihm deshalb mein Enton für ein paar Tage ausgeliehen. Ah ja. Man muss kein Pokémon-Trainer sein, um ständig in Pokémon-Centern abzuhängen. Ich zum Beispiel habe einfach kein Zuhause. Kommt vor. Ein Obdachloser. Dieser verdammte Architekt, er hat mich ein Vermögen gekostet. Was baut er mir? Ein Haus ohne Türen? Grrr, ich würde ihn am liebsten meinen Raubtier auf den Hals setzen. Zu blöd, dass der Pokéball im Haus liegt. Ja, Häuser ohne Türen. Das ist sehr schön. Ich bin der einzige Käfer, sondern mit einer Waldphobie. Es ist kontraproduktiv. Hallöchen. Mein Pokémon ist ja so toll. Aber Entons können doch gar nichts. Dennoch. Doch. Es kann sehr viel. Gestern zum Beispiel hat es ganz alleine meinen Fernseher demoliert. Das können deine Pokémon nicht. Vielleicht solltest du dir einen Carpador zulegen. Das kann genauso wenig, aber lässt deine Sachen heilen. Enton. Okay. Hier kommen wir noch rein. Wo bin ich? Der Schrank steht im Weg. Okay. Wegschieben können wir den aber nicht. 21 ist nur die halbe Wahrheit. 42. Der da ist Doktor. Ah, sehr schön. Wer bist du? Auf Mount Kismi soll Rayquaza gesichtet worden sein. Aha. Dann hin dort. Fangen wir es uns. Gibt es hier noch irgendwo einen Itemladen? Letzte Zeit ist es in dem Wald sehr still, ob Tinebi etwas zugestoßen ist. Nein. Ist gar nicht zustimmen und zugetroffen. Okay. Oh, hallo. Das ist mein Labor. Ich erforsche Wasser-Pokémon. Ist das Enton, was er sich ausgeliehen hat? Tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt. Das Enton seziert sich nicht von alleine. Und könntest du mir nicht eventuell einen Shiggy besorgen? Echt? Du hast einen Shiggy? Kannst du es mir morgen vorbeibringen? Auf gar keinen Fall. Das arme Enton. 6. November. Nachdem ich in Entons Kopf kein Gehirn finden konnte, erweiterte ich meine Suche auf seinen Magen. Eventuell hatte es aus Versehen sein Hirn gegessen. Das arme Ding. Ein großes Labor hast du hier. Okay, lesen können wir die Bücher nicht. Liegen einfach nur herum. Hier haben wir Leuchtturm. Ein Sonderbonbon. Das sehen wir uns auf. Leuchtturmzutritt verboten. Waren wir hier schon drin? Ja, waren wir. Der, wo das liest, ist Dorf. Ja. Genau. Meine Familie ist extra hier. Okay, das haben wir schon.
Hier waren wir schon. Wo sind wir noch nicht eingebrochen? Hier waren wir schon. Senton. Mein Mann arbeitet bei Team Chocolate. Und was ist mit dir? Arbeitest du mich alles, aber um alles kann ich mich nicht kümmern. Weise Worte. Ja, ja, die guten alten Zeiten, als es noch keine Pokémon gab. So alt bist du. Steinalte Lady. Mike findet ein Sonderbonbon. Noch eins. Früher habe ich auf dem Land gelebt. Manchmal vermisse ich diese Zeit. Aber hier ist es geiler. Hier gibt es Discos statt Scheunen. Mike findet Hyperball. Haben wir den Renten ausgeraubt. Auch moralisch keineswegs. Seltsam. Psst, bist du interessiert an Pokédrogen? Nebulak, Rauch, Hypertränke, Pokeriegel? Ja, du willst welche? Natürlich kosten die Drogen etwas. Denkst du, ich verschenke die zum Spaß? Ja. Hallo, ich bin Mitglied von Team Rocket. Nicht Team Rocket? Nein, nein. Mit dem Pack geben wir uns doch nicht ab. Wir von Team Rocket haben uns auf die Züchtung von Radfratz und der neu entdeckten Pokémon-Art spezialisiert. Das ist eine neu entdeckte Pokémon-Art. Das Urmel. Das wurde gestern im Eis gefunden. Breaking News. Rocket HQ. Okay. Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Oha. Rocket Handlanger schickt Radfratz in den Kampf. Gehen wir direkt ins Rocket Hauptquartier. Los, Blubber. Es dürfte doch Team Schock getrübelt, müsste doch kein Problem sein. Ein Mauzi. Oha. Ich habe immer noch keinen Tränker. Ich hoffe, ich kann dann zum Pokémon Center zurück. Und nicht bis nach Blumenlochheim zurück. Es wäre sehr, sehr deprimierend. Okay, den haben wir besiegt. Was haben wir hier? Ich habe zwar ein Fragezeichen umkleben, aber ich bin trotzdem keine Rätselmaschine. Okay. Können wir hier später wiederkommen? Ich schaue mich erstmal um. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier schien es noch weiter zu gehen. Okay. Hier gibt es einen Shop. Ich habe bloß kein Geld. Willkommen, können wir helfen? Wir haben alles außer Bugbälle. Jetzt habt ihr keine Bälle. Die Fabrik hat im Moment einige nun ja Schwierigkeiten mit der Umweltbehörde. Ein Supertank. Immer mal 10 Supertränke auf Lager haben. Auf Wiedersehen. Hallo, ich bin der Attackenhelfer. Mit meiner Hilfe können sich Pokémon an frühe Attacken erinnern. Darf ein Pokémon helfen? Oder auch nicht. Willkommen, können wir helfen? Wir haben alles außer Pokébälle. Das hatten wir schon. Schutz wäre auch nichts Verkehrtes. Okay, ich habe kein Geld mehr.
Na dann. Schockert HQ. Boah, ist mir jetzt schlecht. Hier lang vielleicht. Die Statue ansprechen. Entscheidet solchen betätigen. Wer hätte es nicht getan? Okay. Hier vielleicht zurück. Zu dieser Richtung. Oha. Ein Schalter. Wird es nicht getan. Ich hätte es nicht getan. Das bringt uns nämlich nicht weiter. Okay, was genau? Okay, hier jetzt durch. Hat nichts getan. Okay, sehe ich anders. Tja, Schalter drücken, hin und her, der und hin. Wie regeln wir das jetzt? Tja. Entscheidet er solchen betätigen? Hat sie wirklich nichts getan? Nein, hat sie nichts. Ja. Bringt hier nichts. Wir kommen nicht voran. Tja. Gut, dann würde ich jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Spielen wir das nächste Mal weiter. Wenn es hier wieder heißt, willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün mit seinem Fürst. Na dann.
Tja. Also. Naja. Ich würde es mal speichern hier. Eine kurze Pause machen.